Hallo, meine werte Community, und ja, auch passend zu Nikolaus heiße ich euch herzlich willkommen zu einem schönen Nikolaus-Video. Ich bin wieder da für euch. Das sechste Adventskalender-Türchen ist offen für meine Zuschauer. Ich habe ja auch schon mein Käffchen am Start, deswegen schnappt euch euer Tee, euren Kaffee. Setzt euch auf die Couch, aufs Bett, whatever. Vielleicht sind die einen oder anderen schon kurz vorm Schlafen. Da wird wahrscheinlich kein Kaffee mehr getrunken. Und ja, Leute, danke für die Däumchen nach oben im letzten Video und generell für euer Engagement. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass das auch sehr, sehr gewertschätzt wird, dass, ja, ich versuche, die Adventskalender-Türchen zu erfüllen. Momentan alles gut soweit. Und ja, sechs Videos in Folge. Ich freue mich. Danke für euch, für eure geile Unterstützung. Ihr seid einfach die Besten. Und yes, cheers. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Ich habe schon immer an die Kraft von Geschichten geglaubt. In unserem kleinen Dorf, eingebettet zwischen flüsternden Wäldern und schlafenden Hügeln, sind Geschichten nicht nur Erzählungen. Sie sind ein Teil unserer Identität, von Generation zu Generation weitergegeben wie kostbare Erbstücke. Die erschreckendste davon, die mir immer einen Schauer über den Rücken jagt, ist die Legende von der Sankt-Nikolaus-Kreatur. Es war ein normaler Abend, so einer, an dem die untergehende Sonne den Himmel in Orange- und Violetttönen bemalt und lange Schatten über die gepflasterten Straßen unseres Dorfes wirft. Meine Frau Laura und unsere Tochter Emily dekorierten das Haus mit Weihnachtsschmuck. Ihr Lachen hallte durch das Haus, eine Melodie, die mir immer ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Ich saß auf dem Sofa und beobachtete sie, die Wärme des Kamins ein krasser Gegensatz zur Kälte, die durch die Fenster kroch. Du erinnerst dich daran, die Schokolade heute Nacht rauszulegen, nicht wahr? Sagte Laura, ihr Ton verlässig, aber mit einer darunterliegenden Ernsthaftigkeit, die mir nicht entging. Ich nickte, der vertraute Knoten der Angst spannte sich in meinem Magen. Die Tradition war einfach. Jeden Vorabend des St. Nikolaus sollte jede Familie pünktlich um Mitternacht ein Stück St. Nikolaus-Schokolade vor ihrer Haustür platzieren. Versäumte man dies, würde laut der Legende eine unheilvolle, abstrakte Kreatur, ein Bote des Unglücks und des Todes, herbeigerufen. Ich hatte sie selbst nie gesehen, aber die Geschichten reichten aus. Sie sprachen von zerrissenen Familien, von verschwundenen oder auf grausame Weise aufgefundenen Kindern und Liebsten. Wir hatten diese Tradition immer peinlich genau befolgt, nicht bereit, die Sicherheit unserer kleinen Familie aufs Spiel zu setzen. Doch an jenem Abend, als wir zusammen auf dem Sofa kuschelten und einen alten Weihnachtsfilm schauten, übermahnte uns die Müdigkeit des Tages. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war Emilys leise Schnarchen. Ihr Kopf lag auf meinem Schoß und Laura lehnte sich an mich. Die Uhr im Flur schlug. Ihr Klang war entfernt und gedämpft, wie eine Warnung aus einer anderen Welt. Ich rührte mich. Meine Augen kämpften, sich zu öffnen. Das Zimmer war im sanften Glanz der Weihnachtsbaumlichter getaucht, der Film längst vorbei. Ein Gefühl der Unruhe überkam mich, ein eisiger Finger, der meinen Rücken hinunterlief. Ich blickte auf die Uhr. Es war nach Mitternacht. Panik durchströmte mich. Die Schokolade. Wir hatten vergessen, die Schokolade rauszulegen. Ich weckte Laura sanft, flüsterte dringend. Laura, wach auf! Wir haben die Schokolade vergessen. Ihre Augen flatterten auf. Verwirrung wurde schnell von Angst abgelöst, als sie die Implikationen begriff. Wir eilten zur Tür. Unsere Herzen schlugen im Gleichklang. Die Nacht war unheimlich still. Der Mond ein blasser Wächter am Himmel, der lange gespenstische Schatten über das Dorf warf. Als ich die Tür öffnete, traf mich die kalte Nachtluft. Eine starke Erinnerung an die unheilvolle Präsenz der Legende. Wir legten die Schokolade auf die Türschwelle. Unsere Hände zitterten. Die Stille um uns herum war erdrückend, als ob das Dorf selbst den Atem anhielt. Wir gingen zurück ins Haus und versuchten uns einzureden, dass es nur eine Geschichte sei, dass nichts passieren würde. Dann beschlossen wir, nach Emily zu sehen, um uns zu versichern, dass sie sicher sei.
Aber als wir ihr Zimmer betraten, überkam ich ein schauriges Gefühl des Schreckens. Die Tür stand einen Spalt offen. Ein Streifen Dunkelheit lockte uns in einen Albtraum, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir ihm gegenüberstehen würden. Ich stieß die Tür auf. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Und was ich sah, was ich in Emilys Zimmer sah, würde mich für immer verfolgen. Das, was uns in Emilys Zimmer erwartete, glich einer Szene aus einem verdrehten, makabren Märchen. Das Zimmer war verwüstet, ihre geliebten Stofftiere über den Boden verstreut und die Wände mit Blut bedeckt. Doch es war das Blut und vor allem das Bett, das meinen entsetzten Blick auf sich zog. Emily war nicht da. Laura stieß einen erstickten Schrei aus. Ihre Hände flogen zu ihrem Mund. Panik durchflutete mich. Mein Geist raste mit erschreckenden Möglichkeiten. Die Legende, die Kreatur des Sankt Nikolaus, hatte sie sie genommen? Wegen unserer Nachlässigkeit? Emily! Rief ich. Meine Stimme brach vor Angst. Wir suchten verzweifelt, durchkämmten jede Ecke, jeden möglichen Versteckplatz in ihrem Zimmer. Nichts. Sie war verschwunden. Wir stolperten durch das Haus, riefen ihren Namen, unsere Stimmen hallten durch die leeren Hallen. Jeder Raum, den wir überprüften, war eine Wiederholung des letzten. Kein Zeichen von ihr, kein Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Lass uns draußen nachsehen, keuchte Laura. Tränen strömten über ihr Gesicht. Sie könnte dort sein. Wir stürzten hinaus in die kalte Nacht, unsere nackten Füße taub gegen den frostbedeckten Boden. Das Dorf war still, der Mond warf einen unheimlichen Schein über die steinernen Häuser. Wir riefen nach Emily, unsere Stimmen verzweifelt, doch nur Stille antwortete zurück. Die Erkenntnis traf mich wie ein physischer Schlag. Die Geschichten, die Legenden, sie waren wahr. Die Kreatur der Sankt Nikolaus hatte unsere Tochter als Strafe für unser Versäumnis genommen. Wir suchten bis zum Morgengrauen. Unsere Rufe nach Emily wurden schwächer, als die Verzweiflung überhand nahm. Die Dorfbewohner schlossen sich uns an, als der Morgen anbrach, ihre Gesichter gezeichnet von Mitgefühl und Angst. Sie kannten die Legende genauso gut wie wir. Tage wurden zu Wochen. Es gab kein Zeichen von Emily, keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Das Dorf trauerte mit uns, ihre geflüsterten Beileidsbekundungen eine ständige Erinnerung an unser Versagen. Laura wurde nur noch ein Schatten ihrer selbst, ihre Augen immer abwesend, ihr Lächeln eine vergessene Erinnerung. Ich fand mich selbst nachts durch das Dorf wandernd. Ein sinnloser Versuch, eine Spur unserer Tochter zu finden, um einen Sinn in dem Albtraum zu finden, zu dem unser Leben geworden war. Die Legende der Sankt Nikolaus-Kreatur wurde für uns eine grimmige Realität, eine Warnung an die anderen. Ich konnte ihre Blicke auf uns spüren, ihre unausgesprochenen Gedanken, dass wir es waren, die dieses Unglück über uns selbst gebracht hatten. Dann, eines schicksalhaften Nachts, als sich der Jahrestag von Emilys Verschwinden näherte, kam eine erschütternde Erkenntnis ans Licht. Ich war spät aufgeblieben, verloren in meinen Gedanken, als ich ein Geräusch aus Emilys Zimmer hörte. Mein Herz raste, als ich mich langsam näherte. Die Erinnerungen an jene Nacht überfluteten mich. Die Tür quietschte, als sie sich öffnete. Und dort, im mondbeleuchteten Zimmer, sah ich Laura, wie sie mitten in Emilys Zimmer stand. Ihr Abbild vom geisterhaften Mondlicht, das durch das Fenster hereinfiel, umspielt. Doch es war nicht die Laura, die ich kannte. Ihre Augen waren leer, abwesend, wie die von jemandem, der in einer eigenen Welt verloren ist. In ihren Händen hielt sie eine von Emilys alten Puppen, deren einst leuchtende Farben verblasst und abgenutzt waren. Laura! Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, eine Mischung aus Verwirrung und Angst. Was machst du hier? Sie antwortete nicht, stand nur da und starrte auf die Puppe. Die Stille war erdrückend, die Luft schwer mit unausgesprochenen Worten. Ich trat näher, streckte meine Hand nach ihr aus, doch sie zuckte zurück. Eine scharfe, plötzliche Bewegung, die mein Herz sinken ließ. Dann bemerkte ich etwas auf dem Boden, ein kleines, zerknittertes Stück Papier. Ich hob es auf, meine Hände zitterten. Es war eine Zeichnung, eine von Emily. Ein Familienporträt,
glücklich und sorglos. Doch da, im Hintergrund lauert eine Figur, dunkel und bedrohlich, ihre Züge verschwommen, aber ihre Absicht unmissverständlich finster. Ich sah zu Laura auf, mein Geist raste. »Laura, was ist das?« Sie drehte sich endlich zu mir, ihre Augen gefüllt mit einem Schmerz so tief, dass er fast greifbar war. »Ich sehe es, John«, flüsterte sie, ihre Stimme zitterte. »Ich sehe es jede Nacht. Die Kreatur. Sie ist hier, in diesem Zimmer.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Was? Die Kreatur aus der Legende?« Sie nickte langsam, ihr Blick auf die Zeichnung gerichtet. »Sie hat sie genommen, John. Sie hat unsere Emily genommen. Wegen mir.« Ich fühlte einen Schauer meinen Rücken hinunterlaufen. Lauras Worte, ihr Verhalten, es ergab keinen Sinn. Machte der Verlust von Emily sie jetzt wahnsinnig? »Laura, es gibt keine Kreatur. Es ist nur eine Geschichte«, sagte ich, in dem Versuch überzeugend zu klingen, auch wenn der Zweifel an mir nagte. Sie schüttelte den Kopf, eine Träne rollte über ihre Wange. »Nein, sie ist real. Und sie ist immer noch hier. Ich kann es fühlen.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Der logische Teil von mir lehnte ihre Worte ab, aber die Angst in ihren Augen, die Überzeugung in ihrer Stimme, es war beunruhigend. Wir standen da in Stille, das Gewicht unseres Verlustes und das Mysterium der Legende hing zwischen uns. Ich wollte sie trösten, ihr sagen, dass alles in Ordnung sein würde, aber die Worte fühlten sich gelogen an, selbst in meinen Gedanken. In jener Nacht, als ich im Bett lag, verfolgten mich Lauras Worte. Die Kreatur, die Legende, das unerklärliche Verschwinden von Emily. Alles wirbelte in meinem Kopf, ein Strudel aus Verzweiflung und Angst. Und dann, mitten in der Nacht, hörte ich ein Geräusch, das mich bis ins Mark erschauern ließ. Ein leises, kratzendes Geräusch, das aus Emilys Zimmer kam. Ich stand auf, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Als ich mich ihrem Zimmer näherte, wurde das Geräusch lauter, deutlicher. Dann griff ich nach dem Türknauf. Meine Hand zitterte. Und was ich im Inneren fand, war eine Szene, die das Fundament meiner Realität erschütterte. Das Fenster stand offen, die Vorhänge flatterten im sanften Wind, aber es war die Wand, die meine Aufmerksamkeit erregte. Dort, im fahlen Mondlicht, waren Kratzspuren zu sehen, tief und absichtsvoll, die Worte formend, die mein Blut gefrieren ließen. »Sie ist weg wegen dir.« Ich taumelte zurück, mein Geist wirbelte. Die Legende, die Kreatur, Lauras Worte, alles konvergierte zu einer erschreckenden Möglichkeit. Aber es war eine Möglichkeit, die ich nicht akzeptieren konnte, wollte. Ohne zu zögern, drehte ich mich um Laura zu wecken, ihr zu zeigen, was ich gefunden hatte. Aber sie lag nicht im Bett. Panik durchströmte mich, als ich das Haus durchsuchte und ihren Namen rief. Die Stille, die mir begegnete, war erdrückend, erstickend. Doch ich fand sie im Wohnzimmer, im Dunkeln sitzend, ihren Blick auf etwas in ihren Händen gerichtet. Es war das Familienporträt, das Emily gezeichnet hatte, das mit der unheimlichen Figur im Hintergrund. »Laura, sieh dir das an!« Ich zeigte ihr die Botschaft an der Wand. »Was hat das zu bedeuten?« Sie betrachtete die Worte, ihr Ausdruck unleserlich. Dann hob sie langsam ihre Augen, um meine zu treffen. »Es bedeutet, dass wir unserer Vergangenheit nicht entkommen können, John.« Ihre Worte ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. »Wovon redest du?« Sie stand auf, das Porträt immer noch in ihren Händen. »Ich habe es gesehen, John. Die Kreatur. Seit jener Nacht. Sie hat mich verfolgt.
mich beschuldigt. Ich versuchte, ihre Worte zu verstehen, eine logische Erklärung zu finden. Doch mein Verstand war ein Wirbelwind aus Verwirrung und Angst. Beschuldigt dich wofür, Laura? Einen Moment war sie still, ihre Augen abwesend. Dann sagte sie in einer Stimme, die kaum über ein Flüstern hinausging. Für das, was ich getan habe. Mein Herz stand still. Was hast du getan? Laura, was willst du damit sagen? Sie sah mich an und in ihren Augen sah ich eine Tiefe des Schmerzens und der Schuld, die fast unerträglich war. Ich habe vergessen, die Schokolade jene Nacht rauszulegen, John. Es war meine Schuld. Ich spürte eine Unwirklichkeit über mich kommen. Aber die Kreatur, die Legende. Es ging nie um die Kreatur, John. Ihre Stimme brach, ihre Mundwinkel verzerrten sich zu einem finsteren Lächeln. Der Raum drehte sich um mich. Die Implikationen ihrer Worte stürzten wie eine Flutwelle auf mich herab. Die Kreatur, die Legende, es war alles ein Vorhang, eine Maske für das unaussprechliche Grauen, das in unserem eigenen Zuhause geschehen war. Ich stand da, erstarrt, als die Wahrheit einsank. Die Kreatur des St. Nikolaus, die Legende, die unser Dorf heimgesucht hatte, war nicht real. Es war eine Geschichte, ein Mythos, der eine Realität verbarg, die zu entsetzlich war, um ihr ins Auge zu sehen. Und die Erkenntnis, dass das Monster, vor dem wir uns gefürchtet hatten, die Dunkelheit, vor der wir uns gegraut hatten, die ganze Zeit bei uns gelebt hatte, war die erschreckendste Wahrheit von allen. Als ich das realisierte, machte Laura einen Schritt auf mich zu, einen Schritt raus aus der Dunkelheit. Und in diesem Moment sah ich, dass etwas in ihrer Hand das Mondlicht reflektierte. Es war ein Messer. Und in diesem Augenblick der Erkenntnis konnte ich in der letzten Sekunde noch etwas sehen. Wie die Augen meiner vermeintlichen Frau rot aufleuchteten.